Aus der Dämmerung der größten Zivilisationen wurden wir Außerwelt. Manche wegen ihrer Talente, andere wegen ihrer Stärke. Und manche durch Glück. Die Schiffe waren der Inbegriff der Genialität, Tapferkeit und Hoffnung jeder Nation. Sie sandten uns zu den Sternen, um eine neue Heimat zu finden. Wir hatten die Hoffnungen und Träume derer an Bord, die wir zurücklassen mussten. Unsere Reise durch die unendlichen Weiten war lang und still. Doch jetzt ist sie vorbei. Blicken wir zum ersten Mal auf unsere neue Welt. An diesen fremden Küsten wartet unser Schicksal. Ein Neubeginn für die Menschheit. Und damit willkommen bei Sid Meier's Civilization Beyond Earth mit mir, eurem Beamy. Ja, das Spiel ist vor gut 2 Wochen rausgekommen. Ich komme allerdings jetzt erst dazu, ein bisschen was dazu aufzunehmen. Ich habe schon mal ein paar Runden angezockt, so 150 ungefähr. Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Okay, man kann jetzt schon sagen, dass es mehr ein teurer DLC ist für den Vorgänger. Sid Meier's Civilization 5. Absolut geiles Spiel, aber was man auch dazu sagen muss, es war im Grunde erst nach zwei DLCs zum Spiel fertig und ich hoffe ehrlich gesagt mittlerweile so ein bisschen, dass es so eine Entwicklung auch noch bei Beyond Earth gibt, also dass Entwickler weiterhin dranbleiben, dass noch ein paar Fraktionen dazukommen und überhaupt. Ja, was lässt sich dazu sagen? Wir sind auf der Welt gescheitert, also die Menschheit ist gescheitert auf dem Planeten Erde. Es gab einen riesigen großen Fehler, über den im Spiel nicht allzu viel weiter geredet wird. Ja, und aus diesem großen Fehler sind Kriege entstanden, ganze Landmassen sind im Wasser verschwunden und größere Fraktionen oder größere Landteile haben sich dann zusammengeschlossen zu Forschungsprojekten oder Sponsoren, die dann zusammen Weltraumsonden zum einem vollkommen fremden Planeten geschickt haben, um diesen neu zu besiedeln. Und somit kommen wir jetzt hier ins Spiel rein. Einzelspieler! Spiele Setup! Wir spielen auf der Schwierigkeit Vostok fürs Erste. Um mal die Schwierigkeitsstufen hier zu erklären, die sind hier nach Raumprogramm benannt, sind aber nicht anders wie bei anderen Spielen. Das heißt Sputnik, ganz leicht. Mercury, normal, das heißt die KI hat keinerlei Vorteile uns gegenüber. Vostok. Das heißt, die KI hat leichte Vorteile, schwerere Vorteile, noch schlimmere Vorteile für uns. Und die sind vollkommen OP uns gegenüber. Und wir müssen es trotzdem versuchen zu schlagen. Bei Apollo. Apollo Optics. Aha, nee. Kann mir übrigens mal jemand in die Kommentare schreiben, was mit Mercury, Gemini und Soyuz auf sich hat? Ich weiß, Vostok war damals der erste Mensch, der im Weltall geflogen ist. Yuri Gagarin. Sputnik war der erste Satellit im Weltall und Apollo war die Landung auf dem Mond. Die anderen drei allerdings, da habe ich keine Ahnung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Gemini oder Mercury
einer von den beiden war, glaub, die Wandel, Laufen im Weltall. Habe ich aber, wie schon gesagt, keine Ahnung zu. Also könnt ihr mal gerne mal mich da informieren. Spieltempo, ganz normal Standard, anders kenne ich es nicht. Und Kartengröße, ich würde sagen erstmal klein. Das heißt 6 Spieler, 8 Spieler gibt es insgesamt. Das ist das Maximum an möglichen Fraktionen auch leider derzeit. Ich hoffe mal wirklich, dass da noch ein paar dazukommen. Ja, da erstmal auf klein. Sind 6 Spieler, geht denke ich ein bisschen schneller. Zwergenhaft, nur 4 Spieler werden wir zu wenig im Duell, nur 2. Das ist ja, nee, klein. Annehmen. Welchen Sponsor, also welche Fraktion wählen wir? Ich wäre für den Anfang für die Afrikanische Union. Denn bei der Afrikanischen Union hat man am Anfang einen gewissen Nahrungsboost und Gesundheit, was beides sehr wichtig ist, besonders was die Gründung neuer Außenposten bzw. Städte angeht. Daher die Afrikanische Union. Weiter. Achso, nochmal was zu den anderen zu erklären. Wir könnten auch die ARG auswählen, das ist quasi Nordamerika. Ist ein bisschen so der Geheimbund. Die Pan-Asische Kooperative ist so eine Schlauheitstruppe. China und Umgebung, Franco-Iberia, erklärt sich denke ich von selber, also Portugal, Spanien und Frankreich haben sich dazu eine Gruppe zusammengeschlossen, zu einem Forschungsprojekt, um da ihre Siedler in die Richtung Fremdplanet zu schießen. Die Slawische Föderation, das ist so Bereich Russland, vielleicht auch noch Ukraine, wer weiß. Polistralien, Polynesien, Australien, die ist das Kapitanische Protektorat, das ist Indien und Umgebung. Und Brasilien, Brasilien halt. Was ganz cool ist, man kann ja auch in der Zivilopädie immer nachlesen, was mit den Fraktionen auf sich hat und wie was mit ihm geschehen ist. Und Brasilien ist zur Militärmacht geworden. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Weiter. Den Kolonisten. Bei der Kolonistenwahl wählen wir unsere Besatzung. Also den Großteil unserer Besatzung. Den Schwerpunkt quasi. Wir können unseren Schwerpunkt auf Wissenschaft setzen und mehr Wissenschaftler mitnehmen oder mehr Flüchtlinge für Nahrung oder Aristokraten oder Ingenieure oder Künstler. Ich wäre am Anfang für die Flüchtlinge, wegen plus 2 Nahrung. Wie schon gesagt, Nahrung am Anfang rar. Als Aristokratenpack sage ich da nur. Plus 3 Energie, was soll es? Wir sind doch nicht wegen dem schnöden Mammon hier auf der Welt. Flüchtlinge. Das Raumschiff. Unser Raumschiff kann einen gewissen Vorteil bringen. Mit dem Kontinentalgeometer können wir die Umrisse des Landes sehen. Finde ich jetzt nicht ganz so reizvoll. Die Schubumkehrtriebwerke finde ich da schon besser. Damit kann man halt sich einen besseren Platz für die Stadt aussuchen. Den Tektonikscanner würde ich jetzt mitnehmen. Denn mit ihm sehen wir dann auch die später wertvolleren Ressourcen, die wir von Anfang an nicht sehen könnten. Die sehen wir erst, wenn wir eine gewisse Technologie ergründet haben. Aber bis dahin sehen wir die nicht. Und daher wäre ich erstmal dafür. Der Lebensfondssensor ist auch sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. Damit man von Anfang an sieht, wo man nicht hinlaufen sollte. Denn die Alien-Nester, die man damit auf der Karte aufdeckt, sind verdammt gefährlich. Aber das werdet ihr bestimmt noch sehen. Der Fusionsreaktor, wie schon gesagt, Energie, ja wie schon gesagt, gleich wie vorhin, pff, Geld, braucht keine Sau. Tektonik-Scanner ist meine Wahl. Die Fracht, welche Fracht haben wir dabei? Wir gehen ja sonst vollkommen auf Nahrung, da wäre es doch jetzt mal richtig geil, jetzt noch ein Waffenarsenal mitzunehmen. Nicht unbedingt. Die Rohstoffe. Starten Sie mit einem Klinikgebäude. Das finde ich jetzt gerade am besten, weil Kliniken sind echt wichtig am Anfang. Gerade was Gesundheit angeht. Sehr wichtig. Die Pionierarbeit ist auch nicht schlecht. Mit der Pionierarbeit haben wir schon einen gewissen Vorteil. Wir könnten theoretisch am Anfang sofort anfangen, Dings zu bauen. Lager und also Lagergebäude und Handelsposten und überhaupt. Und wir können schon Siedler bauen, was wir so noch nicht können, von Anfang an. Die Maschinen starten sie mit einem Bautrupp. Auch nicht schlecht, aber der Bautrupp ist ziemlich schnell gebaut. Ich wäre allerdings für die Hydrakultur. Damit starten wir mit einem zusätzlichen Einwohner in der Stadt. Obwohl, Rohstoff ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mal Rohstoffe. Ich drehe mal kurz die Sanduhr um. Ich nehme immer noch schon mit Sanduhr auf. Und jetzt wählen wir unseren Planeten.
Was das so richtig bringen soll, verstehe ich auch nicht. Denn wenn wir hier draufdrücken, auf einen Planet scannen, ändern sich bloß die Namen der Planeten. Geil. Der Rest bleibt gleich. Das heißt, wir haben erdähnliche Welt zur Auswahl, eine vielgestaltige Welt oder eine atlantische Welt. Bei der atlantischen Welt quasi, ja, Inselwelt, erdähnliche Welt, wie halt unsere Erde ist. Also es gibt größere Landmassen, dann wieder ein paar kleinere zwischendrin, erdähnlich halt. Und bei dem muss man sich das vorstellen, dass es einen mega fetten Planeten gibt. Also eine mega fette Landform. Sonst nichts. Zufällige wählen wäre ich jetzt nicht so für. Ich werde jetzt erstmal für den Anfang für eine erdähnliche Welt starten. Auf zu unserem neuen Planeten. Auf der Erde hatten wir reichlich. Was wir hatten, haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir keine andere Wahl, als zu ernten, was wir gesät haben, und daraus zu schaffen, was wir können. Wir reisen vom Nichts ins Etwas, in der Hoffnung, Respekt für unsere neue Welt zu finden und dass unsere Kinder auch Respekt für uns finden. Ich will, dass mich meine Kinder später cool finden. Bei mir ist das Auszug Kolonia-Archiv, persönliche Samata Yamabare, das ist unser Staatsoberhaupt, dem später mehr. KIT 3754-08. Keine Ahnung, was es soll. Nochmal zur Erklärung jetzt. Also wie schon gesagt, auf der Erde gab es einen großen Fehler und alle wollen da weg, weil, ja, Apokalypse Now quasi. Überall Smogwolken, das Wasser läuft überall rüber, die Polarkappen sind geschmolzen und so weiter. Die Erde ist kein schöner Ort mehr. Was also machen? Einfach abhauen. Das Problem, das Geld ist nicht da, um alle Menschen auf einmal wegzubekommen. Was machen wir also? Wir schicken eine einzelne Rakete auf den Planeten und schauen mal, was passiert. Weiter. So, das ist der Bereich, in dem wir jetzt landen können. Er ist jetzt hier ein bisschen eingeschränkt, weil wir hier leider zwei Schluchten haben. Über Schluchten können wir nicht drüber. Kleines Problemchen. Da drüben sehe ich schon Küste. Und hier drüben haben wir Ferroxid, einen sehr wertvollen Rohstoff. Aber hier drüben haben wir auch Obst. Okay. Eins, zwei. Okay, hier ist, denke ich, auch der beste Ort für eine Siedlung. Denn wir können bis zu den drei Feldern entfernt noch Felder beackern. Von der Stadt entfernt. 1, 2, 3. Wir kommen noch an die Früchte ran. Wir kommen noch an das Ferroxid ran. Und wir kommen sogar noch an die an das Riselin ran. Riselin? Klingt, also wenn ich mir die Viecher so angucke. Eiweiß und sowas? Okay, bilden wir hier unsere erste Stadt. Magan! Oh, komischer Ton. Okay. Hier sehen wir rechts die Karte. Auf der Karte sehen wir da diese hübschen zerklüfteten Dinge. Das sind diese hübschen Spalten hier. Canyon. Okay. Einfach aus Canyon bezeichnen. Ich will es jetzt Spalte nennen oder so. Passt auf, dass ihr nicht in die Spalte rutscht. Ja. Kurz gleich zur Erklärung hier von den Planeten, das ist ein vollkommen fremder Planet mit vollkommen fremden Ressourcen. Manche davon sind allerdings erdähnlich und können auch so beackert werden. Zum Beispiel Fasern hier ist ja ähnlich von Baumwolle oder so. Das heißt, damit können sich unsere Leutis Klamotten schmieden, Klamotten zusammenbasteln. Und daher bringt das Produktion einer der wichtigen Ressourcen in diesem Spiel. Die wichtigen Ressourcen sehen wir hier mal. Plus Felder und Bewahrungsort. Wir haben Nahrung. Mit Nahrung bekommen wir mehr Bürger da. Energie ist, ersetzt quasi das Geld. Ich meine, was bringt Geld auf einem vollkommen fremden Planeten? Ohne sämtliche Arten von Währung. Nüscht, also gehen wir direkt in die Energie über. Geld hat hier quasi keine Bedeutung mehr, dafür sind sie nicht. Und Produktion. Produktion können wir ebenfalls abbauen. Beziehungsweise errichten, anbauen, benutzen. Damit können wir Gebäude und Einheiten schneller fertig machen. Was haben wir sonst noch so? Kultur. Kultur ist sehr wichtig, denn mit Kultur können wir uns gewisse Bonis arbeiten.
zeige ich mal hier. So, Werte. Das heißt nicht mehr Kultur oder so, das heißt jetzt Werte. Das ist kein Kulturbaum, es ist ein Wertebaum. Wie gesagt, wir können uns hier in gewisse Wertebereichen fortentwickeln. Zum Beispiel Industrie. Jeder dieser Teile gibt uns gewisse Vorteile anderen Fraktionen gegenüber. Und hier sehen wir, wie viel wir brauchen, um den nächsten Wert freizuschalten. Wie viel Kultur wir brauchen. Wir verdienen derzeit nur ein einziges Kulturpünktchen. Das würde ich jetzt gleich mal stärken. Wir können nämlich in unserer Stadt Dinge bauen. Und ich würde sagen, wir fangen wirklich erstmal mit einem Gebäude an. Das dauert nur 8 Runden, es zu bauen. Wird uns sogar vom Wirtschaftsberater empfohlen. Ich habe keine Ahnung, wie mir die Berater einblendet. Finde es allerdings auch nicht wichtig. Auch nicht wichtig, denn die nerven meistens nur. Reliquie der alten Erde. Sie bringt eine Reliquie der alten Erde und damit 2 Kulturpunkte. Da hätten wir schon 3 und das steigt das alles schneller. So, eine Forschung müssen wir wählen, genau. Hier ein mega fetter und vielleicht leicht unüberschaubarer Forschungsbaum, in dem wir unsere derzeitige Forschung wählen können und damit die Vorteile, die wir uns arbeiten möchten. Beziehungsweise Richtungen, die wir uns entwickeln möchten. Ich wäre am Anfang für die Pionierarbeit und damit kommen wir an Handelskonvois ran, an Handelsschiffe und an Handelslager. Kolonisten. Kolonisten, um neue Städte zu gründen. Den Rest, um ein bisschen Energie, Geld und Kultur einzunehmen. Je nachdem, was so Vorteile uns gegeben sind, das entscheiden dann die Handelsposten. Pionierarbeit. Zurück zur Karte. Wie schon gesagt, wir werden hier im Laufe des Spiels auf andere Fraktionen treffen und auf Handelsstationen. Mit denen können wir Handel treiben und dadurch gewisse Punkte einbringen. Energie, manchmal auch Kultur, manchmal auch Produktion, manchmal auch zwei davon, manchmal auch Wissenschaft. Wissenschaft, die Wissenschaft. So, jetzt der Erkunder. Der Erkunder ist, denke ich mal, so die schlechteste Kampfeinheit. Naja, soll ja eigentlich nicht so zum Kampf benutzt werden, aber egal. Ausgerüstet mit einem Expeditionsmodul. In diesem Expeditionsmodul können wir auf gewissen Geländefeldern, die ihr später noch sehen werdet, Expeditionen aufbauen. Und dadurch können wir dann wieder gewisse Vorteile arbeiten. Man kann sich zwei Felder pro Runde bewegen. Und wir haben uns jetzt erstmal auf den Berg gestellt, einfach weil man von Bergen besser sehen kann. Und weil hier kein Miasma ist. Hier ist Miasma, das ist dieser eklige grüne Nebel, der hier so ein bisschen drüber scheint. Miasma ist giftig. Für jede Runde, in der wir mit einer Einheit auf Miasma stehen, verliert diese Einheit 10 Punkte, Lebenspunkte. Was habt ihr denn hier noch? Siege aktualisiert. Genau, die Siege. Irgendwie muss man in dem Spiel auch gewinnen. Das macht man mit Siegen. Ja, es gibt verschiedene Siegesmöglichkeiten, je nach Affinität oder alten anderen Werten. Affinitäten seht ihr hier oben. 3 Stück. Die Feuerschaft, die Reinheit und die Harmonie. Wir müssen uns mehr oder weniger für eine Affinität entscheiden, in deren Richtung wir gehen möchten. Je nachdem, welcher Affinität wir folgen, bekommen wir wieder gewisse Bonis. Ich würde vorschlagen, wir gehen in Richtung, wie heißt das Ding gleich nochmal? Ach ja, genau, Harmonie. So schnell kann ich gar nicht lesen, wie ich immer drüber streife. Harmonie, das bedeutet also, dass wir uns mit dem Planeten vereinigen. Wir haben Abschied von der alten Erde genommen. Das ist unser neues Zuhause. Und wir müssen ja irgendwie mit den fremden Kreaturen hier auskommen. Wir werden uns mit ihnen anfreunden. Wir werden den Planeten versuchen zu verstehen. Und jeder, der uns bei diesem Ziel, uns mit diesem Planeten zu vereinen, in die Quere kommt, wird von uns bestraft werden. Das heißt, damit könnten wir jetzt theoretisch auch ein bisschen in Richtung Herrschaft gehen. Eigentlich kann man mit jeder Möglichkeit doch damit in Richtung Herrschaft gehen, denn Herrschaft ist das einfach nur das Ziel, alle anderen Hauptstädte zu erobern. Alle anderen Fraktionen zu vernichten. Das gelobte Land ist die Technologie so weit zu bringen, dass man. Erde. Riesen. Ihr könnt euch jetzt mal durchlesen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Einfach das Video an der richtigen Stelle anhalten und dann könnt ihr es ja durchlesen. Ich ploppe die jetzt mal alle hier auf. Transzendenz, das ist die Siegrichtung, die wir gehen möchten übrigens. Das ist dieser Sieg, von dem ich gerade erzählt habe. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Inneren dieses Planeten
eine gewisse Kraft steht, dass dieser Planet vielleicht selber lebt. Und wir versuchen halt, uns technologisch so zu entwickeln, dass wir herausfinden, was an diesem Planeten lebt, wie er lebt, was hat er erlebt, wie geht es ihm gerade, was würden wir tun, wenn wir dieser Planet wären, und so weiter und so fort. Kontakt, das heißt Kontakt mit zur alten Erde aufzunehmen. Und Emanzipation, ich glaube, das hatte mit der Vorherrschaft zu tun, bin ich ganz sicher. Ja, also die anderen Siegesmöglichkeiten, die jetzt genau darauf basiert sind, haben damit zu tun, dass Reinheit, Menschen vollkommen auf diesem Planeten anzusiedeln, das heißt Maschinerien zu bauen, um die Menschen von der anderen Erde, von der alten Erde rüberzubringen und sie anzusiedeln. Und bei der Vorherrschaft geht es darum, dass man sich so weit technisch weiterentwickelt, dass man ebenfalls ein Tor baut und das Ganze eigentlich umdreht. Das heißt, dass man seine Befreiungsarmeen Richtung Erde schickt und die Erde für sich einnimmt und unter der eigenen Fahne vereint. Die anderen zwei Siegesmöglichkeiten, die nichts mit diesen Affinitäten zu tun haben, sind einfach nur dazu da, ja, um eben, ja, für den Fall, dass man sich halt nicht jetzt festlegen möchte auf eine Affinität. Das ist einfach so die alten Siegesmöglichkeiten. Und es ist soweit ich weiß auch noch möglich, durch Punkte zu siegen. Das heißt, am Ende von 250 Runden oder so ähnlich, oder 500, keine Ahnung, ist das Spiel vorbei und die Truppe, die am meisten Punkte gesammelt hat, hat einfach gewonnen. Und doch eine Besonderheit. Wir sind jetzt schon gespawnt, ihr seht keinerlei Kollegen hier auf dem Planeten. Und die anderen Fraktionen spawnen nach und nach auf diesem Planeten. Dann werden wir auch sofort, wenn sie kommen, mit ihnen in Kontakt treten. Als Bonus dafür, dass sie nach uns kommen, haben sie allerdings gewisse Vorteile. Das heißt, sie haben vielleicht einen Bautrupp mehr, vielleicht sogar einen Siedler sogar mehr. Oder ein paar Kampfeinheiten mehr oder gewisse Stadtbonis, die wir nicht so haben. Ja. Das so umgehoben. Ich habe es bewegt. Ja, damit wäre jetzt, denke ich, alles erklärt. Nächste Runde. Das Jahr 2601 für die Afrikanische Union unter irgendwas Barre. Der Name ist einfach so, ne. Hier, Afrikanische Union. Wie heißt er? Samata. Samata Jama Barre. Ich hoffe mal, dass ich es richtig ausspreche. Wie gesagt, ihr könnt auch hier wieder einfach das Video anhalten und euch das Zeugs hier durchlesen, wenn ihr wollt. Ich habe das schon mal im Groben gemacht. Nach dem großen Fehler sind Teile Nordamerikas im Wasser verschwunden. Die Küsten sind ein bisschen zusammengebröckelt. Und es gab Bürgerkriege, weil sich in Afrika vereinzelt Diktatoren erhoben haben, um ihr Gebiet zu erweitern, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig bildet es eigentlich auch die Afrikanische Union, welche versucht hat, wieder Frieden im Land herzustellen. Was sie auch später schaffen, mit gewissen militärischen Einsätzen. Aber das war ja quasi friedliche Aktion, um den Frieden zu sichern. Ja, anfangs war das Projekt Afrikanische Union zum Scheitern verurteilt, weil halt alles so schief lief mit Wassereinbrüchen und Rebellion und allem möglichen. Es gab sogar Teile Nordafrikas, die sich dann anfangs Franco-Liberia anschließen wollten. Allerdings wurden sie dann doch eines Besseren belehrt, als es dann mit Afrika wieder auf sich ging. Die Wirtschaft stabilisierte sich wieder. Die Armee griff ein, um gegen diese Diktaturen so vorzugehen. Es gab trotzdem noch weitere Machtkämpfe über lange Jahre hinweg. Es gab auch riesige Kriege auf der Erde. Ja, aber schlussendlich hat sich dann ganz Afrika zu einer gemeinsamen Fraktion zusammengerungen unter der Herrschaft einer gemeinsamen Regierung. Kommen wir zu Samata Jama Barre. Über ihn habe ich jetzt nicht allzu viel gelesen. So. Ich weiß es nur aus dem ersten Abteil hier, dass er halt ein sehr netter Mensch ist. Hier ist als onkelhaft beschrieben. Ich kann das ja mal kurz den Anfangszeit zumindest hier vorlesen. Der onkelhafte, leutselige Samata Jama Barre, der stets Gutmütigkeit ausstrahlte, wünschte von seinen Untergebenen und Schützlingen als Kubwa Myomba, das Swadali für großer Onkel, angesprochen zu werden.
trotz seines Wohlwollens und seines hin und wieder abwesenden, scheinenden Auftretens war er ein effizientes und effektives Oberhaupt. Ein fähiger Diplomat, und wenn es die Situation erforderte, konnte er auch rabiat werden. Barre wirkte immer amüsiert, wenn Lästerer ihn mit den traditionellen Dorfältesten aus der Vergangenheit verglichen und behaupteten, er sei ein Relikt vergangener Tage und könnte nicht mehr mit der Welt nach dem großen Fehler Schritt halten. Doch die Afrikanische Volksunion hatte eine gute Wahl getroffen, als sie ihn in die Führungsriege ihrer Kolonie berief. Alles klar. Ja, wie schon gesagt, den Rest könnt ihr euch ja mal so durchlesen. Seine frühen Jahre, der große Onkel und historische Bewertung. Ja, ich finde ihn auch so als Person recht nett, ne? So der große Onkel, netter Typ. Finde ich cool. Der dem rechten Pfad folgt. Cool. Und ich würde sagen, die Zeit ist deutlichst um. Bin weit über die 15 Minuten drüber. Ich habe ja auch am Anfang da hier den ganzen Prolog da, dieses Rumgeschwätze, die Umsiedlung da mit drauf. Das heißt, wir sind jetzt weit drüber. Das reicht, denke ich, für den ersten Part. Und daher verabschiede ich mich jetzt erstmal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Bibi. Ciao.